Anga Motana, auch genannt Anga Motanasana, ist wörtlich die gliederzerbrechende Stellung, die Stellung der zerbrochenen Glieder. Glücklicherweise ist die Stellung etwas harmloser, als sie klingt. Man könnte es aber auch sagen, die Stellung des durch die Glieder hindurch Springens. Und darauf bezieht sich vermutlich mehr. Seine Stellung, die beschrieben wird, unter anderem Sri Tattva Nidhi, auch in anderen Texten. Und Felix zeigt, wie es geht. Die Hände entweder falten oder lose falten und dann springe durch die Hände nach vorne. Das muss man manchmal mehrmals üben und dann kann man durch die Hände nach vorne springen und eventuell auch nach hinten. Das ist eine gute Stellung, um die Koordinationsfähigkeit zu fördern. Viele Kinder machen das gern und es fällt Kindern auch leichter, weil sie verhältnismäßig kurze Beine und lange Wirbelsäule haben. Erwachsenen fällt es etwas schwerer. Probiere es ruhig ein bisschen aus. Gehört zu den Stellungen, die wir vielleicht bei Yoga Vidya nicht so üben, weil wir mehr die meditativen Asanas üben. Aber Körperbeherrschung kann man auch durch etwas exotischere Übungen entwickeln, zum Beispiel durch Anga Motanasana.